wollte heute euch mal ein Video drehen, wie ihr vielleicht eine Überschrift lesen könnt über die BH Cosmetics. Vielleicht kennt ihr manche, vielleicht auch nicht. Das ist eine amerikanische Firma. Da ist Make-up und Lippenstifte und eigentlich alles. Ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut. Hier in Deutschland, wer die Kosmetik hat, sind aber irgendwie nicht so viele, finde ich, obwohl die Marke eigentlich sehr gut ist und vor allem auch günstig. Vielleicht so für Anfänger oder so ist die Marke ganz gut, weil es nicht so teuer ist und ja, viele verschiedene Farben gibt es in Auswahl, Palettenweisen und ja, da würde ich euch mal gerne welche zeigen, die ich persönlich für mich gekauft habe und bis jetzt finde ich sie sehr gut. Die Pigmentierung ist gut. Ja, Palettenweisen sind das, es gibt schimmernde und matte Farben. Und ja, da würde ich euch mal welche zeigen. Die erste wäre die hier. Moment. So, jetzt. It's Judy Time Palette heißt sie. Da ist ein Spiegel mit dabei, aber da drehe ich jetzt um den Spiegel, dass ihr ihn nicht seht. So sieht das aus. Ich werde euch immer ein Foto, denke ich mal, dann einblenden. Und ja, wie gesagt, die Farben sind matt und schimmernde. Ich finde, dass es jetzt so Alltagstöne sind, also die man auch im Alltag ganz gut verwenden kann. Nicht unbedingt jetzt zum Ausgehen oder so, aber es sind schon relativ grelle Farben hier unten. Aber ansonsten finde ich sie sehr natural, wie schon gesagt. Die heißt auch Natural is Beautiful, but Make-up is Glam. Genau, It's Judy Time Palette. Das ist eine amerikanische YouTuberin, die die Palette selber entworfen hat. Und die kostet, denke ich mal, nicht denken, ich glaube, sie kostet um die 12 Euro ungefähr. Also nicht die Welt deswegen. Und 12 Farben waren das jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, 12 Farben. Und denke ich mal, lohnt sich auch, die ist klein, zu mitnehmen auf Reise oder so. Brauchst nicht 10.000 Paletten mitschleppen. Hast hier Farben, die du für normalen Alltag wie auch zum Ausgehen verwenden kannst. Genau, dann die nächste Palette, das ist die hier. That's Hurt heißt sie. Ist auch von einer amerikanischen YouTuberin zusammengestellt worden. Finde ich auch sehr schön. Die klappt man hier so auf. Ist ein Blättchen runtergefallen, macht nichts. Die ist so von der Seite. Dann ist hier ein Spiegelchen wieder. Ich drehe erstmal um. So sieht es aus. Es hat 8 Farben. So sieht das aus. 8 Farben, wie ihr seht. Die sind alle schimmernd. Hier unten ist dann Blush, Highlighter und Bronzer. Die Farben finde ich nicht unbedingt jetzt meins, ehrlich gesagt. Den Blush finde ich schön und die Farben halt auch, wie man sieht. Aber das sind mehr, denke ich mal, so zum Ausgehen. Die Farben statt jetzt für den Alltag, ne? Also, wer natürlich wie mag, aber für mich wäre das ein bisschen zu grell für den Alltag. Klar, den Rosa hier kann man verwenden oder den hier, den, aber die zwei zum Beispiel im Alltag finde ich das ein bisschen zu hell. Für mich wäre das nichts. Genau, das wäre die Palette, die kostet auch ungefähr bei 10 Euro liegen wir da. So sieht die. Und das finde ich sehr schön, so rosa mit Herzchen, ne? Und die Paletten könnt ihr jetzt natürlich auch, denke ich mal, als Weihnachtsgeschenk. Entschuldigung, wenn ich immer so verkehrt gucke, weil ich gucke immer in mein Display und in die Linse und das ist immer ein bisschen verwirrend. Ich finde die Paletten auch sehr schön jetzt, weil die nicht so teuer sind. Halt kann sich das jeder leisten. Weil ich denke mal, so ein MAC-Lidschatten oder eine MAC-Palette kann sich nicht jeder leisten. Allein weil der eine Lidschatten schon bei 20 Euro ist. Und hier kannst du ganze Palette mit über 100 Lidschatten haben. Ne? Natürlich ist nicht die gleiche Qualität. Aber für einen Anfänger, denke ich mal, ist es schon schön. Und jetzt zur Weihnachtszeit kann man das auch für die Mama oder für die Tochter vielleicht schenken. Oder für eine Freundin, für eine Schwester. Finde ich das sehr schön. So, die nächste Palette wäre, es war eine Limited Edition sozusagen, steht hier drauf, vom Malibu California Make-up Collection. So sieht das aus. Moment. So, das ist in so einer Verpackung hier. Mach sie nochmal raus. So ein bisschen näher kommen. Die geht dann hier, oh, bisschen schwer, so auf. Hier sind halt
acht Farben und hier sind acht Farben. Aber die Farben sind auch halt, ne, nicht so für jeden Tag, finde ich. Jetzt zum Beispiel gelb oder so, weiß ich nicht. Wäre nicht so ganz meins gewesen für den Alltag. Hier sind auch glitzernde und schimmernde Lidschatten, genau. Dann ist hier so ein Spiegelchen wieder. Und hier ist ein Highlighter, ein Bronzer und zwei Rouge. Der eine ist matte und der andere mit Glitzerpartikeln. So sieht die aus. Meiner ist leider kaputt gegangen beim Umzug, ist hingefallen und naja. Passiert. Genau, so sieht die aus. Ich finde die ganz süß, die Palette, wie die gemacht ist. Ne, vor allem, weil es zwei Verpackungen gibt. Finde ich sehr schön. Ne, und auch so um die 12 Euro ungefähr. Also die liegen meistens alle so 12, 13 Euro, aber wir müssen mal schauen nur auf der Seite. Die haben auch jetzt zum Beispiel zur Weihnachtszeit Rabatte und da werden die Paletten auch günstiger. Genau, dann habe ich noch so eine Palette. Das sind Blushes. Da sind 10 verschiedene Blushes drin. Die habe ich mir auch nicht so lange her. Da waren wir noch in der alten Wohnung, ungefähr vor 3, 4 Monaten hatte ich sie mir bestellt. Finde ich sehr schön. So sieht die aus. Das sind alle matten Töne. So sieht die aus. Die Farben sind echt richtig pigmentiert. Also, Moment. Also, richtig heftig finde ich. Man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich Blush aufträgt. Genau, die Palette hat 15 Euro gekostet. Es sind 10 Stück drin. So sieht die aus. Finde ich sehr schön, wenn man zum Beispiel nicht unbedingt mag, so Blushes sammeln, einzeln. Da hast du 10 Stück in der Palette und da gibt es auch viele verschiedene. Da gibt es auch noch andere, wo mehr sind oder weniger. Müsst ihr mal schauen. Aber ich hatte mir die bestellt, weil ich fand die von der Farben her passender für mich halt. Und vielleicht werden eine oder andere diese Palette, die kennen, die ich jetzt zeige. Das ist Galaxy Chic. So sieht sie aus. Das sind gebackene Lidschatten, sind 18 Stück. Finde ich auch sehr schön. Die habe ich schon länger als alle anderen Paletten. Und die ist auch mit einem Spiegel wie immer dabei. Den Spiegel kann ich nicht umdrehen. Machen wir einfach so. So sehen die Farben aus. Finden Sie das nicht toll? Das ist Wahnsinn, wie die glitzern und schimmern. Wenn man die aufs Auge aufdreht, sieht das richtig schön aus. Also muss man sich mal vorstellen. Das halt aussieht. Genau, es sind 18 Stück. Und die Palette war 20 Euro, glaube ich, hat sie gekostet. Aber die gibt es, ich habe gesehen bei YouTube, es gibt auch dieselben Farben, aber nur die Verpackung ist halt anders bei anderen YouTubern. So sieht meine aus. Von vorne, von hinten. Es sind 18 gebackene Lidschatten. Finde ich sehr schön, kann man nichts verkehrt machen. 18 Stück hast du drin. Kannst du immer, welche du willst, anwenden. Kannst du auch mischen oder eine auftragen, weil die sind ja relativ bunt. Und was ich noch habe, ist so eine Palette. Das sind 88 Stück, finde ich auch sehr schön. Zum Beispiel für Anfängerinnen, da man nicht 10.000 Lidschatten rumfliegen hat, sondern direkt hier 88 Stück, kannst du auf einen Hub. Alles auch mit dem Spiegel. Machen wir auch wieder zu. Und so sehen die Farben aus. 88 Stück halt, ne? Verschiedene Farben. Und ich muss sagen, die Farben sind auch gut pigmentiert. Ne? Also 88 Stück hast du da. Die Palette ist auch nicht teuer, die gibt es auch bei Amazon, aber von Amazon finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Ich würde eher von der Marke bestellen. So sehen die halt aus, ne? So. Und was ich mir noch bestellt habe, ist so ein Set, würde ich sagen. Ist das vom Bronzer, zwei verschiedene Bronzen sind das, ein Blush und ein Highlighter, also vier in einem quasi.
Oh, den Preis weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube 6 oder 7 Euro hat es gekostet. So sieht es aus. Halt ohne Spiegel. Und da hast du auch halt 4 Stück auf Anhieb. Na, muss man halt gucken, ob das dann Farben sind. So, was ich noch habe, sind 2 Lippenstifte. Einmal so ein großer Stick. So sieht er aus. Moment. Muss mal so umdrehen. So. Nicht mich, den Stift fokussieren. Jetzt will das nicht. Will mich veräppeln. Naja, will irgendwie nicht zeigen. Aber so sieht er halt aus, ne? Und die Farbe heißt Charming. Ja, Charming heißt sie. Es geht ein bisschen schwierig auf, aber so sieht die Farbe aus. Oh, der blöde Fokus fokussiert als mich statt. So sieht die Farbe halt aus. Ja, ich kann doch perfekt sehen, ne? Also so ungefähr sieht die aus. Finde ich sehr schön. Auf den Lippen sieht es sehr schön aus. Ist matt und hält richtig lange, muss ich sagen. Also hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil die sehr günstig sind. Ich glaube, um die 3 Euro oder so kosten die Lippenstifte. Und aber die Haltbarkeit ist richtig gut, muss ich sagen. Und dann habe ich noch einen. Der sieht so aus. Jetzt war's. Komm. Ah, das müssen wir noch ein bisschen üben. Der heißt auf jeden Fall Tea Time. Die sehen sich fast ähnlich, aber so sehen sie sich ähnlich, aber auf den Lippen sehen sie es ein bisschen anders. Das ist total blöd. Ich könnte das gar nicht so richtig erkennen, ne? So jetzt. So sieht er halt aus. Ganz einfache Verpackung. Finde ich aber ein bisschen billig, ehrlich gesagt, weil ist das bei mir einmal rausgefallen. Also ich habe es bestellt und am nächsten Tag ist es rausgefallen. Naja, gut. Für die 3 Euro oder 2 Euro kann man nicht meckern. Aber der hält auch gut. Die Haltbarkeit. Und was ich mir noch habe, aber noch nicht so oft benutzt habe, ist Pinselreiniger. Haben die auch. Ich habe auch Pinseln, zeige ich euch. Ich habe auch Pinseln davon bestellt. Ist in so einer Tasche. Ich weiß jetzt nicht, wie viel steht da rein. Aber es gibt viele verschiedene Pinsel als bei denen. Ich habe, glaube ich, den größten bestellt, den da gibt. Muss ich sagen, Pinseln sind auch nicht schlecht, zeige ich euch gleich. Aber jetzt geht es ja um den Pinselreiniger. Finde ich auch gut. Ich habe jetzt ein paar Mal ihn benutzt, so für Notfälle. Meistens wasche ich meine Pinsel mit Seife. Also extra Pinselseife. Und ja, gut, für Notfall kann man ihn schon verwenden, aber muss man nicht unbedingt. Finde ich nicht so hygienisch. Aber gibt es auch. Wer halt einen Pinselreiniger sucht, haben die auch. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das heißt BH Studio Pro Make-up Blush Cleaner. Genau, aber hier steht halt nicht, wie viel Milliliter da drin sind. Ich denke mal so 200 müsste das sein. 150, 200. Genau. Und meine Pinsel, Moment. Oh, ich zeige euch jetzt nur den einen, weil es wären zu viele, wenn ich jetzt alle rausholen würde. So sieht einer aus. Moment. Ich hoffe, der macht das. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ein bisschen. Also hier sind so 4 Punkte. Und steht bei Age Cosmetics. So sehen die aus, die Pinsel. Also ich finde die Pinsel gut, weil die sind groß, die sind auch stabil, sind aus Holz, aber nicht so Purholz, sondern so mit Lack oder so. Das heißt, die sind so braun. Ne, nicht braun, das ist Anthrazitfarben, ne? Und ja, ich finde die sehr gut. Ich habe die jetzt schon seit 2 Jahren. Ja, seit 2 Jahren habe ich die und bis jetzt beim Waschen hat kein einziger Haar verloren. Ne, also sie sehen die aus.
Joa. Oh, das war's eigentlich. Joa, so schnell ging das. Genau. Deswegen die bei Age Kosmetik, die Produkte finde ich ganz gut. Oder sehr gut sogar, muss ich sagen. Für den kleinen Preis erfüllen sie seinen Zweck, was die erfüllen sollen. Und ja, sollte man vielleicht öfters, die YouTuber sollten vielleicht öfters diese Marke vorstellen, weil die ist doch relativ günstig hier in Deutschland. Und in Amerika wird die sehr viel gehypt von YouTubern. Verstehe ich nicht, warum hier nicht. Jeder steht auf Mac, auf teure Sachen. Aber nicht jeder kann sich das leisten, müssen wir auch ganz ehrlich sein, weil nicht jeder kann sich einen Lippenstift oder einen Lidschatten kaufen, der über 20 Euro kostet. Habe ich zwar auch, aber leiste ich mir auch nicht immer, weil es mir doch ein bisschen zu viel für einen Lippenstift oder für einen Lidschatten, den ich dann, sage ich mal, nach ein paar Stunden wegmache, 20 Euro auszugeben. Und das ist eine gute Alternative. Viel Schminke zu haben, die nicht teuer ist, vor allem in solchen Paletten, finde ich das sehr praktisch. Hat man auch nicht so viel rumfliegen und ist auch nicht teuer. Deswegen verlinke ich euch die Seite von denen in der Infobox. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Ich glaube, die haben jetzt auch Rabatte auf manche Sachen. Müsst ihr mal gucken. Vor Weihnachtszeit und vor Ostern auch zwischendurch haben die so 15-20%. Müsst ihr mal schauen, ob ihr da was für euch findet. Genau, auf jeden Fall. Was ist das jetzt von mir mit meinem Video, mit meinem neuen Haarschnitt? Ich denke, ihr werdet sehen. Ich habe jetzt kürzere Haare. Hab's geschnibbelt. Die Spitzen sind halt dunkel. Hier oben noch ein bisschen hell. Und ja, mal was Neues. Hatte ein bisschen Lust auf was anderes. Nicht mehr lange Haare. Ja, dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!